Die Parkplatzüberdachung im Hotel Aviva in St. Stephan am Walde schützt nicht nur die Autos vor Sturm und Hagel. Oben ist sie mit Photovoltaikpanelen ausgestattet. Knapp 3/4 des Stroms erzeugt das 4-Sterne-Superior-Hotel ab jetzt selber. Nicht auf den ersten Blick zu sehen ist die eingebaute Regenwasserzisterne. Wir haben natürlich jetzt eine große Fläche auf dem Dach bekommen. Hier sammeln wir das Regenwasser. Das sind in einer 32.000 Liter großen Regenwasserzisterne. Und unterhalb des Parkplatzes fließt das Wasser dann direkt in unsere hoteleigene Wäscherei. Wir waschen alles selber. Früher haben wir Mitwäsche gehabt und da ist die Wäsche dann immer nach Tschechien gebracht worden. Jetzt waschen wir alles selber. Das ist natürlich auch nachhaltiger. Und das nimmt natürlich großteils auch mit dem Regenwasser von uns. Das spart auch sehr viel Weichspüler. Und im Wasser. Im Herbst letzten Jahres startete der Bau der Parkplatzüberdachung. 900.000 Euro wurden dafür investiert. Alleinreisende, die in das europaweit einzige Lifestyle-Resort ins Müllviertel kommen, werden zu sogenannten Green Travelern. Der Hotelgast entscheidet. Hängt das Baumwollsäckchen beim Zimmer draußen, verzichtet er auf die Reinigung und den Handtuchwechsel. Wir bieten eben den Gast eben auch an, dass er die Zimmerreinigung aussetzen kann, auch den Handtuchwechsel aussetzen kann, wenn er länger eben im Aufenthalt hier bei uns ist. Wir schreiben ihm dafür 5 Euro gut. Ja, wir haben das seit einem Jahr jetzt in Betrieb und mittlerweile 43% der Gäste nutzen das. Die Tablets ersetzen die Getränkekarte. Papierlos, keine unnötige Müllverschwendung, so der Gedanke des Geschäftsführers. Auch am Teller. Wir haben auch sehr viele regionale Lebensmittel, die hier verwendet werden. Und natürlich versuchen wir auch, den Gast einzuladen, hier auch so gut wie möglich aktiv mitzutun. Einerseits, wenn er zum Beispiel bei uns öffentlich anreist, haben wir 3-mal in der Woche einen Shuttle ab Passau und ab Linz. Wir bieten ihm aber auch Mitfahrbörsen an. Gemeinsame Anreise ist einfach möglich. Für die Mitarbeiter stellt das Hotel E-Autos zur Verfügung. Aufgeladen werden sie dann vor der Haustüre. Wer das Aviva betritt, spürt den Umweltgedanken. Als eines der ersten Hotels im Müllviertel bekommt es das österreichische Umweltzeichen und das EU-Eco-Label.